Hallo Freunde, heute in diesem Video werden wir einen Zauberdünger testen, welchen ich im Internet bestellt habe, und somit werden wir ermitteln, welches der 5 in diesem Video gepflanzten Pflanzen am besten ist. So Freunde, kommen wir als allererstes, wie auch im letzten Video, erstmal zum Inventar, was wir alles für diesen Videodreh brauchen. Also zum ersten haben wir einen Blumentopf, wo wir das Ganze schön einpflanzen können. Zum zweiten habe ich beim Baumarkt Blumenerde gekauft und dann haben wir einmal die 4 bzw. 5 Pflanzen, die wir einpflanzen werden. Ein Stift, ein Blatt Papier und 5 Zahnstocher. Und wir reden auch nicht lange um den heißen Brei drumherum, wir fangen direkt an. Wir nehmen uns als allererstes den Sack Blumenerde und füllen die Blumenerde, welche schon mit einem leichten Düngersubstrat gemischt ist, in den Blumentopf rein. Und zum Superdünger, falls euch das nur interessiert, dazu kommen wir am Ende des Videos. Wenn der ganze Blumenkübel dann schlussendlich voll ist, dann bereiten wir erstmal für all unsere Pflanzen, welche wir später pflanzen wollen, erstmal etwas vor, was ihr jetzt auch sofort im Folgenden für jedes der Pflanzen sehen werdet. Wir haben also jetzt für jedes unserer Pflanzen ein kleines Schildchen gebastelt, wo wir dann im Nachhinein am Blumentopf dann feststellen können, welche Pflanze wo liegt. Der Apfelsamen, den habe ich als letztes hinzugefügt, der kommt später dann als letztes in den Blumenkübel rein. Links seht ihr schon den Superdünger, welchen wir verwenden werden. Und jetzt im Folgenden trenne ich erstmal ein paar Bereiche ab, wo wir dann die Pflanzen ganz übersichtlich dann im Folgenden auch unterscheiden können. Danach müssen wir zwangsweise erstmal unsere kleinen Tütchen aufschneiden, um an das Innere bzw. an die Samen zu kommen, und dann im Folgenden stecken wir unsere Fähnchen rein und danach können wir dann auch fast schon zum Hauptteil übergehen, nämlich das Einfügen der Samen. Wenn wir an dieser Stelle angekommen sind, sind wir auch schon fast fertig. Jetzt kommt der Superdünger zum Einsatz, welchen ich auf AliExpress gekauft habe. Und den schütte ich jetzt erstmal über die ganzen Setzlinge. Denn es wird versprochen, dass sie jetzt 4-fach so schnell wie mit normalem Dünger wachsen sollen. Nochmal normal gießen, das gehört auch dazu, weil die Pflanzen brauchen natürlich auch Wasser. Falls ihr das Ganze nachmacht, würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Tütchen danach wieder zuzukleben, denn man braucht niemals so viele Samen für so ein kleines Experiment, wie viele auch hier drin sind. Und so sieht das Ganze jetzt im Endeffekt aus. Ich bin über mein Ergebnis eigentlich echt zufrieden. Wir müssen das Ganze nur noch auf die Fensterbank stellen und den ganzen Ablauf überwachen.